Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute kümmern wir uns hier um die Bright Side. Und ja, was ich mit euch vorhabe, also ihr habt ja im letzten Video vielleicht gesehen, wie ich die Cover dekoriert habe. Es sind noch ein paar Sternchen dazu gekommen, die habe ich still und heimlich dazu gesetzt. Sie sind geschraubt. Jetzt muss ich mal den Bildausschnitt kontrollieren, ob ihr das seht, was ich sehe. Nein, seht ihr nicht. Also schiebe ich das in letzten Spaß hier rüber. So, ein bisschen nach oben. Das Buch hier ist noch ein bisschen sperrig auf der Seite, weil ich das noch nicht so oft auf und zu geklappt habe. Oh, ich habe ja mit der anderen Seite mehr oder weniger jetzt weitergemacht. Hier habe ich bisher nämlich diese hübschen Ladies eingebaut. So, entschuldigt meine Müdigkeit, ich bin schon ein bisschen durch vom Tag. Heute wollen wir eine Travel-Seite machen. Freude, Freude. Was brauchen wir? Kleber. Travel-Sachen. Nochmal ein Check auf den Bildausschnitt. Und ich glaube, das ist auch hell genug. Weil wenn ich jetzt, drehe, gucken wir mal, was dann die Kamera dazu sagt. Ist nur mehr Schatten, ne? So ist eigentlich besser, weil es ein bisschen schattenärmer ist. Jo. Ab in the Bütt. Wie gesagt, ich habe noch eine Woche Zeit, bis mein Töchterlein aus dem Urlaub kommt. Also, naja, wenn man jetzt ganz genau rechnet, das ist jetzt Sonntagabend. Wenn man jetzt ganz, ganz, ganz genau rechnet, dann habe ich keine ganze Woche mehr Zeit, weil sie irgendwie mittags kommt. Nun ja. Ich habe hier ganz viele Travel-Sachen. Die möchte ich gerne hier sinnvoll unterbringen. Zwar immer drei auf eine Seite. Die einen die klippen nach rechts, die anderen klappen nach links. Ich muss mir irgendwie mal was zum Beschweren hier suchen. Eine Sekunde, und das kratzt an meiner Tür, aber ich lasse nicht jeden ein. Das Kratzen war nicht Bonnie. Und Gummi war es auch nicht. Irgendeine andere Pfote. Doch, Rumi. Rumi hat sich getarnt als andere Katze. Ne, alter Brummbär? So, besser. Ein Bleisäckchen wirkt Wunder. Wieso bist du eigentlich nass? Es hat doch gar nicht geregnet. Katzentheater hier. So, Travel. Travel Memories möchte ich hier gerne unterbringen. Und die möchte ich auch mit diesen Spitzenbändern irgendwie anbringen. Muss ich ein bisschen gucken, was kommt in welcher Reihenfolge. So, Travel Memories. Und hier diese Travel Memories, die möchten dann darunter. Hase, was genau machst du mal im Schrank? Das ist eine ganz blöde Idee. Komm mal ganz schnell da raus. Raus. Nee, man kann nicht in jeden Schrank kriechen. Nee, das ist wirklich eine doofe Idee. Rumi ist ein Höhlenkater. Man kann sich anders sagen. Der mag immer gerne in Höhlen sitzen. Und Schränke sind Höhlen. Kannst du deinen Kopf jetzt aus meinem Schrank nehmen? Vielen Dank. Ich habe meinen Schrank nämlich nicht ganz zugemacht, weil ich da Stoff rausgenommen habe und Spitze und so weiter und so fort. Er ist da sehr süß drin in seiner Anfrage, ob er nicht vielleicht auch in den Schrank einsteigen darf. Dennoch, nein. Rumi, lass mich kurz überlegen. Nein. So, jetzt ist die große Frage. Mache ich die Spitze drunter oder drüber? Drunter wäre cooler, ne? So, bin ich jetzt sicher, welche Sachen auf welcher Seite sein sollen? Vielleicht tausche ich noch dieses Hasi gegen jenes Hasi. So. Ja. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt reicht's. Einmal Nein zum Schrankklettern reicht. Entschuldigung, ich musste einmal motzen. Da hat man gehört, ne? Ja, ich mag immer nicht so gerne ignoriert werden. Wenn ich sage Nope, Schrank ist Nope, dann ist Schrank Nope. So ganz Nope. Und nicht nur so halb Nope. So. Da kann ich sogar noch ein bisschen mehr machen. So lieb ich meinen Kater habe,
Aber er wühlt dann auch die Schränke aus. Es ist nicht so, dass er einfach nur sich in den Schrank einfach reinlegt und dann eine Runde chillt. Nein, nein. Da wird dann wirklich geräumt. Also schöner Wohnen mit Rumi. Und das ist eigentlich nicht das, was ich heute hier noch so wieder aufräumen wollte. Hase, du bist beleidigt, ne? Ist der Hase beleidigt so? Wenn ich das Travel-Dings dahin packe und dieses Travel-Dings dorthin, dann werden sie ein bisschen überlappen. Aber das ist auch der Plan, das ist okay. Und dann habe ich einfach so eine lustig bunte Seite mit ganz viel lustig überlappenden Geschichten. Und wenn man dann alles aufklappt, dann hat man dahinter noch einen Koffer. Also den hier, der sich auf links gedreht. Jetzt bist du schon wieder im Schrank, sag mal. Haben wir heute Schlechthörtag? Irgendwie haben wir heute Schlechthörtag. So. Ja, so ist fein. Such dir mal einen schönen Platz. Ist ja nicht so, dass wir keine Katzenplätze hätten. Jetzt legt er sich erstmal demonstrativ und beleidigt vor die Tür. Kann ich dann halt auch nicht ändern. So. So, sagt sie. Ja, wir müssen mal gucken, wie das mit dem ganzen Geklappe denn hier funktioniert. Also das wird eine ziemlich lustige Klappseite, finde ich. Also mal gucken, ob die lustig wird. Das wird sich gleich zeigen. Aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass das alles so ein bisschen miteinander überlappt, ist das fast schon ein Rätsel. Das ist nicht schwierig, das dann aufzuklappen, denke ich. Aber wird sich gleich zeigen. Es wird sich gleich zeigen. So. So, 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 sagt sie. Dieses Papier hier habe ich. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das habe ich beim Action gefunden. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob es Action oder Teddy war. Ist er wurscht. Irgendwo in Hamburg, um genau zu sein. Weil hier, also. Man könnte ja fast behaupten, ich wohne am Arsch der Welt. Weil ein Action gibt es hier in bestimmt 40 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Oder eher mehr. Man gibt nur einen einzigen. Das ist ziemlich diskriminierend, finde ich. Weil ab und an kann man da doch echt coole Sachen kaufen zum Basteln und Gestalten. Na nun, aber so ist es. Dann muss ich halt nach Hamburg fahren und dort zum Action gehen. Aber jetzt nicht unbedingt Danis Schaden, ne? Dass wir zum Action fahren mussten. Wie sie mir erzählt hat, gibt es sogar drei. Ich bin ein bisschen neidisch. Aber gut. Und dann habe ich einen Grund, nach Hamburg zu fahren. Mal abgesehen davon, Dani zu besuchen. Ist Action natürlich auch ganz verlockend. Das war doch ganz schön in diesem Einkaufszentrum da. Gab es ein bisschen was zu sehen, da gab es noch andere Läden natürlich. Und ja, wir haben uns da ein bisschen die Welt angeguckt und ein bisschen was gekauft, aber nur ganz bisschen. Ganz bisschen Bastelsachen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die Kiste für meine Tochter, also eine, sagen wir mal, in Anführungszeichen Geschenkekiste, aber so eine Fake-Obststiege aus Holz, so eine graue. Gekauft. Ich sogar unbemerkt, weil sonst hätte sie garantiert gesagt, oh Mama, kann ich die haben. Ich unbemerkt daraus organisiert. Ich muss sagen, meine Tochter war nicht mit in dem Laden. Die war mit ihrer Tochter in der City. Wir haben uns dann später getroffen, aber trotzdem stand ja die Kiste mit Döns im Auto. Und es war so, dass wir ein bisschen was gekauft haben und das auch reingepackt haben und so, wie das dann halt so ist, ne? Habe ich versucht, die Kiste so ein bisschen zu tarnen. Unter anderen Bastelsachen. Hat ganz gut geklappt. So, und das ist dann der Punkt. Wo ist dann diese Kiste als Dekokiste dazu zum Geburtstag gibt?
Und das Schöne ist, es passt in ihr Kallax-Regal. Yippie. Jetzt habe ich ein bisschen die Kehrschleichwerbung gemacht. So, jetzt ist die große Frage der Fragen, wie rum flappt was? Ich glaube, euch kann ich ein bisschen zur Seite rutschen, weil ich fange jetzt mit der Innenseite an. Und ich werde jetzt aber auch so anfangen, dass hier das unterste Schatzi auch unten abschließt mit der Seite. Das oberste Schatzi dann oben abschließen, so nicht. Ich male jetzt mit Kleber diese Spitze nur diesen Zickzackrand hier an, damit sich das auch noch bewegt. Jetzt habe ich nämlich genau die gleiche steife Soße, wie ich das jetzt mit dem Buchcover da habe. Also bei dem Buchcover hätte ich es nicht verhindern können, das ist okay. Nur mit diesem Hase hier kann ich es verhindern, indem ich in der Mitte einfach Stoff beweglich lasse und nicht mit Kleber irgendwie erstarre. Ihr wisst, was ich meine. So, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich mehrere dieser Travel oder beziehungsweise auch To-Do oder Wishlist-Seiten. Und werde, ich denke mal, die nächste werde ich dann morgen mit euch machen. Weil heute wird mir das zu spät. Ich bin ja hochoffiziell alt. Und darf sagen, dass mir das zu spät wird. Ich mache in der Mitte. Immer abgesehen davon, ich muss gleich noch die Pferde reinholen. Noch ist hell. Aber nicht mehr so mega lange. Ja, ich kann mir Licht anmachen. Schon klar. Nur habe ich da keinen Bock drauf. Dann kommen wieder die ganzen Flugviecher. Wir werden hier aktuell von Mücken aufgefressen. Es ist der helle Wahnsinn. War noch nie so schlimm, seit wir hier wohnen. Das sind immerhin schon 15 Jahre. Gab es noch, also Mücken gibt es hier immer, ne? Wir wohnen am Moor und so. Aber das ist echt der Oberknaller, was gerade da an Mücken rumfliegt. Ist kaum zu überbieten. Die Mitte. Ach, verdammt. Ich wollte nur den Fussel wegpusten. Auch ein bisschen lustig doppeldeutig. Andere Pferde nennen wir mal Fussel. Und die kann man so ziemlich schlecht wegpusten. So. Jetzt haben wir gleich die erste Reihe fertig. Naja, mein Plan ist auf jeden Fall, wenn man das dann aufklappt, dass ich dann dahinter nochmal der Spruch da, Travel Memories und die Koffer verbergen. Ich glaube, das kann ich gleich schon machen, bevor ich die zweite Seite mache, weil sonst klappt mir das auch garantiert beim Reinkleben immer wieder zu. Kenne ich mich und mein Geschick doch sehr gut. So. Ta-ta-da-da-da-da. Beleidigtes Romikatz. Vor allen Dingen, wenn die Katzen mal irgendwo in den Schrank klettern, ne? Wenn die sich da einfach reinlegen würden, hätte man zwar auch Katzenhaare im Schrank, das ist auch ein bisschen uncool, also jedenfalls, na, weiß ich, im Kleiderschrank und so ist das schon sehr uncool, gerade wenn man schwarze Klamotten hat und helle Katzen. Nur dieses, ich räume den einfach mal den Schrank aus. Nach dem Motto, hey, schön, dass du mir den Schrank schon vorbereitet hast, ich mache den jetzt mal frei. Gut, und das Hasi klebe ich hier hin. Obwohl, ich könnte doch eigentlich, könnte ich das doch noch mit hier draufkleben, so, genau. Und dann mache ich das hier aber so, dass da noch eine Pocket von wird. Genau, dann habe ich nämlich schon einen dieser drei Seiten fertig. Ich denke auch mal, bei den anderen beiden nehme ich euch jetzt nicht unbedingt mit, das zeige ich euch dann im Flip-Through. Einfach dieses Übereinander klappen und so ein bisschen wild durch die Gegend flappen. Das finde ich mal ganz interessant. Gerade wenn man mal einfach so eine Themenseite hat, ne, und da einfach mehrere Sachen unterbringen will oder auch wenn man irgendwie
ein Buch hat, ein Junk Journal, wo man Postkarten reinpackt oder so. Und wenn man die Postkarten alle so ganz sklavisch nebeneinander packt, Rumi, du bist ein Sack. Ich lass dich gleich raus. So. Oder liegt der da und strampelt mit den Hinterpfoten natürlich. Das kann das gerade von hier aus nicht sehen. Na, liegt da wie so ein kleines bockiges Kind. Und strampelt mit den Pfoten gegen die Tür. So, warum bist du? So, das hier mache ich jetzt auch als so kleine Tasche oder Corner-Tag oder wie auch immer das Ding heißt. Aber irgendjemand wird mir das in die Kommentare schreiben. Hoffe ich. Wenn ihr mir bis hierhin folgt und zuhört und so. Ja. Oder ich gucke nochmal wieder bei Paper Outpost so einen kleinen Auffrischer in Vokabeln. Tja, schon. Tja. So geht es ein bisschen übereinander. Das hier ist hier offen, das ist oben offen. Da könnte man dann noch was reinstecken. Gut. Wenn ich jetzt da schon sowas Pocketmäßiges mache, muss ich da auch was reinstecken. Prima. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Kram hier überredet kriegen. Das klappt doch schon ganz gut im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn ich jetzt hier so Travel Memories hinpacke und dann hat sie da ganz viel Platz, um dahinter noch zu schreiben, zu zeichnen oder was weiß ich. Ich schweiß mal hier rüber. Schluss mit lustig. Ah, hier ist ein bisschen Kleber noch eskaliert. Der sollte da eigentlich nicht hin. Und dann pappen wir mal die Travel Memories fest. So, abgesehen von den jetzt schon vorbereiteten Seiten habe ich es geschafft, noch so ein paar schöne Designpapiere auszudrucken. Also da hatte ich, ehrlich gesagt, wollte ich die eigentlich auf die Dark Side packen, so ein bisschen. Und dann fiel mir so ein paar Sachen in die Hand. Ich denke so, das ist doch Bright Side. Das wäre doch mega. So, und dann habe ich so kleine DIN A5 Doppelseiten, das heißt, gefaltet sind sie dann DIN A6, gedruckt. Und die an die Seiten mit Büroklammern, mit interessanten Büroklammern dran geklemmt. Das werdet ihr im Flipflow sehen. Das sieht ganz cool aus und man kann sie halt einfach abmachen, drauf schreiben oder woanders hinklippen. Das ist grundsätzlich schon mal ganz fein. Ja, und es macht halt auch was her, wenn man so ein paar schöne Büroklammern da hat. Ja, jetzt habe ich ja fast mit dem Kleber einen kleinen Unfall gebaut. Klebekrümel geht von dannen. Travel Memories. So, noch ganz viel Platz zum Schreiben und Gestalten. Jetzt ist die eine Hälfte zu. Jetzt kann ich meine Klemme hier wieder anklippen. So, und jetzt kommt zweite Hälfte. Jetzt muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich das mit meinem Bleisack hier mache. Das muss auch ohne gehen. Das muss auch ohne Bleisack gehen. So, aber jetzt will ich den zuerst. Soll ein bisschen interessant bleiben. Genau, und die anderen, wie gesagt, die anderen Klappseiten, die werde ich sehr ähnlich gestalten. Da, die mache ich dann und werde sie euch im Flipthrough präsentieren. Dann müsst ihr nicht jetzt hier nochmal so eine halbe Stunde länger mit irgendwelchen Klappseiten verbringen.
Andererseits erzähle ich euch natürlich gerne einen vom Pferd. Da wüsste ich wirklich gerne mal, wo dieser Spruch herkommt, einen vom Pferd erzählen. Ist das so ein Pferdehändler-Ding? Dass die immer das Blaue vom Himmel erzählen? Tun sie wirklich, tatsächlich, kann ich bezeugen. Und dass Pferdehändler das ganz gerne tun. Nur bei manchen Pferdekäufern kommen sie damit nicht weit. Und ja, ich merke auch, wenn ein Pferd sediert ist. Das ist schon ziemlich dreist, wenn man loszieht, um ein Pferd zu kaufen. Dann auch noch sagt, hier für Anfänger geeignet. Easy, kriegt ein cooles Leben, kriegt ein, ja, was heißt schönen Stall. Also wir haben ja nicht, also wir haben einen Stall, aber die Pferde wohnen halt draußen, weil es sind Pferde. Und die sind nicht in einem Stall geboren worden, sag ich mal. Also geboren vielleicht schon, aber sag mal, die sind nicht von Natur aus, brauchen sie keinen Stall. Sie brauchen Windschutz, müssen sich vor Sonne unterstellen können. Aber sie brauchen keinen Stall. So, das heißt, ein Pferd hat es bei uns gut, wird, sag ich mal, naturnah gehalten, weil ganz natürlich kann man Pferde eh nicht halten. Das liegt daran, dass sie Fernwanderwild sind. Klingt ein bisschen komisch. Fernwanderwild heißt eigentlich, dass die immer auf der Wanderung sind. Das heißt, sie kommen vielleicht mal an der gleichen Stelle wieder vorbei, aber nicht zwingend. Wenn man Pferde hier freilassen würde und denen einfach sagen würde, hier, mach, was du willst. Also klar, die würden jetzt einmal auf die Stallgasse gehen, mal gucken, ob sie eine Futtertonne aufkriegen und mal gucken, ob vielleicht die Futterkiste aufgeht, ob da noch eine Tüte Brot rumsteht. Diese Kontrolle Blicke wird es geben, aber dann ziehen die wirklich los. Und die wandern nicht in Nachbarort und kommen dann wieder oder kommen abends wieder oder kommen wieder, wenn sie Hunger haben. Nein, die wandern dann und wandern. Also die ziehen dann durch die Gegend, um die Häuser. Aber ohne wiederzukommen. Das kann mir ein paar lustige Pferdeleute hier sagen. Ja, aber wenn mein Pferd abhauen würde, dann würde sie wiederkommen. Nee, glaube ich nicht. Es würde vielleicht zu Anfang zuerst mal die Stallgasse aufsuchen und mal gucken, was da so los ist. Aber wenn das erstmal wirklich draußen ist und losgezogen ist, um was zu erleben, dann kommt das nicht wieder. Vielleicht bleibt es in der Nähe, also wenn die Herde da ist, und die Pferde wirklich in der Herde leben, so wie bei uns. Wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel ausbrechen würde. Oder ein Pferd jetzt, keine Ahnung, aus dem Stall abhauen würde und in Richtung Weide laufen, würde es natürlich zu seiner Herde zurücklaufen, das ist klar. Nur wenn die ganze Herde abhaut, dann heißt das und tschüss, Bacco. So, jetzt gefällt mir ja unten noch nicht so ganz, dass das Travel Memories überdeckt ist. Das heißt, ich drehe den Spieß jetzt einfach um. Und die Travel Memories lesen. Evola. So, und jetzt kann man hier einfach klapp, klapp, klapp hin und her klappen. Man hätte das jetzt auch hier noch so schaschlikmäßig machen können. Das ist das hier so und das hier so und das hier so. Das geht alles. Da kann man sich dann austoben. Und ja, wichtig ist für mich, dass dahinter noch Platz zum Schreiben ist. Diese Seite ist jetzt fertig. Na, hier ist noch so ein bisschen zum Reinstecken und es begleitet die Seite. Eine schöne, einfache Seite und ich meine, ich finde, wenn man hier ein Designpapier hat und findet, was einem gefällt und genau diese Form schon anbietet, weil die Sachen, die waren alle quasi vorgefertigt, also muss es halt einen Bastelbogen ein bisschen ausschneiden und dann konntest du dann die Karten da benutzen, wie du sie benutzen wolltest. Aber an und für sich waren die so weit vorbereitet und dann kann man sie doch auch benutzen. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Und es passt auf die Bright Side. Es passt auf eine Bastelseite. Ich lasse das jetzt hier trocknen und gehe jetzt meine Fussel einsammeln. Schon spät genug. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr mich begleitet habt.
Ich mache die anderen Sachen fertig. Und dann kommt ihr wieder mit, wenn es heißt, wir machen Taschen, also Pockets, Corner Tucks, ein paar Spots. Ich habe nämlich einiges an Material, was dann auch einziehen soll, also in Taschen und Co. mit einziehen soll. Das heißt, wir haben hier einfach auch den Bedarf, ein bisschen was zu einorganisieren, zu machen. Da nehme ich euch dann beim nächsten Mal wieder mit. So, ihr Lieben, jetzt sage ich erstmal, bis demnächst in diesem Kino.